Auch so ein Rentner braucht mal eine Mittagspause jetzt nach einem guten Essen. Ich habe meine Ehefrau gelobt für das wohlschmeckende Essen. Ich habe sogar den Salat geschnitten. Sogar, ne? Aber jetzt nochmal Spaß beiseite. Ein paar Sachen konnte man erledigen und ich mache jetzt tatsächlich eine Pause. Weil der draußen, habe ich gestern schon gesagt, hat jetzt auch eine Pause. Und ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Und tatsächlich ist es so, dass ich kein Frührentner bin. Der Begriff ist falsch, weil es gibt eine klare gesetzliche Regelung für den Renteneintritt mit Schwerbehinderung und VDK. Ich empfehle eine Mitgliedschaft im VDK. Ich habe ja da das Einzige, was ich absetzen kann, habe ich zu der Dame gesagt, mit der ich vorhin telefoniert habe, sind ein paar Vereine und dann haben wir uns verständigt. Aber ich will jetzt nicht über meinen Steuerbescheid reden. Das ist zum Glück in einer kleinen untergeordneten Größe. Aber auch die politischen Aktivitäten müssen wir nochmal überprüfen. Vielleicht morgen Abend bin ich unterwegs nochmal, Freitag, Samstag nochmal alle zusammen, alle demokratischen Parteien übrigens. Sonntag die Wahl nicht vergessen, unbedingt hingehen. Und wenn Sie nicht wissen, wie es geht, bitte nachfragen. Dann am Montag die Auszählung, da hat die Stadt schon gesagt, dass dann geschlossen ist. Da müssen Sie alle auf die Auszählung konzentrieren. Abends die Einladung ins Klösterle. Da gehe ich auf jeden Fall hin als Parteivorsitzender. Aber es gibt zwei andere Personen, die deutlich jünger sind als ich, halb so alt schätze ich mal, die wir empfehlen. Also den Generationswechsel habe ich jetzt auch schon oft genug gesagt, den nehme ich ernst. Das stinkt mir nicht, sondern den nehme ich ernst. Und ich kann auch ohne Hut reden, aber der Hut, Sie sehen das an der Brille, hier ist zu hell und bis man alles verdunkelt hat, ich kann so besser schlafen mit Hut. Also nur die Mittagspause, eine halbe Stunde, mehr nicht. Schönen Abend noch.